Hallo liebe Zielgruppe und willkommen auf unserem Kanal Kreuzfahrtcamper. Wir sind wieder unterwegs. Wir haben uns das wärmste Wochenende des Jahres bisher ausgesucht und ja, werden versuchen, das dieses Wochenende mal zu genießen. Aber mehr dazu nach unserem Intro. Da ich ja mal wieder nicht weiß, wo wir sind, wird das uns der Marcel bestimmt gleich erläutern. Und ich sage erstmal Ahoi, Hallo und ja, herzlich willkommen aus, ich gucke mal, Bornhagen. Wir sind im schönen Thüringen, wir sind auf der deutschen Märchenstraße. So viel haben wir schon gelesen. Und da hinten, da ist die Ruine Hauenstein. Die werden wir euch aber erst morgen zeigen, also richtig, ein bisschen später. Für euch natürlich noch in diesem Teil. Genau. Und ja, hier gibt es einen kostenlosen Parkplatz, hatte man gedacht. Ja. Und naja. Mittlerweile ist der gebührenpflichtig geworden, aber für ganzen 1 Euro. Also ganz ehrlich, es ist offiziell ein Wohnmobilistenplatz geworden, also es ist hier kein Strom, das gibt es hier nicht, also man kann hier also nur parken und mehr nicht, aber für 1 Euro und das ganz offiziell, also was will man da mehr sagen, also den 1 Euro sollte man als Camper nur überhaben. Wenn man den nicht übrig hat, dann sollte man auch nicht campen. Ja. So, gleich wieder böse Mails dann bekommen. Ja, wir schauen uns das erstmal alles an, ohne euch, und wenn wir was Genaueres haben, dann seid ihr wieder mit dabei. Da seid ihr auf jeden Fall mit dabei. Ja, ein Satz mit X, das war wohl nix. Automat kaputt. Nimmt keinen Euro an. Also, falls einer vorbeikommt, werden wir natürlich den Euro machen. Wir haben auch extra ein Video da gedreht. Zahlung war leider hier nicht möglich. Damit wir sagen können, hier, schauen Sie an, wir wollten, aber ging halt nicht. Ja, dann da hinten weiter ist sogar ein Spielplatz für die Kiddies. Also wenn ihr mal mit Kiddies hier sein wollt, könnt ihr das auch machen. Ja, und jetzt, ihr wird essen, ganz einfach wie immer, Würstchen. Und dann werden wir einfach mal den Abend ausklingen lassen und vielleicht noch irgendwas machen. Wir wissen es selber noch nicht. Erstmal ankommen. Heute ist ja Freitag und da kann man erstmal geschont ins Wochenende gehen. Alles andere ergibt sich dann. Ja, das Würstchen, die zwei waren mir lecker. Oh ja, ging schnell, war lecker und ja, macht nicht so viel Aufwand. Genau, das ist das Gute. Gerade bei dir macht es ja nie. Ich habe ja noch ein bisschen mehr Aufwand. Oder ja. Du hast ein bisschen mehr Aufwand. Sag mal, wo hast du denn überall Dreck heute? Unfassbar. Ja. Ich habe mich nicht dreckig gemacht. Müssen irgendwelche Fliegen oder irgendwas sein. Das war Dreck. Aha, na gut. Da bin ich im Dreck gesuhlt. Was macht ihr auf Arbeit, frage ich mich. Ich will es gar nicht wissen. Ja, wir haben jetzt entschieden, dass wir uns jetzt schon verabschieden von diesem Tag. Das heißt vom Freitag. Wir werden hier nicht viel machen. Wir haben ja dort, wenn Stefan da mal hin zeigt, unser kleines Plätzchen aufgemacht, hingestellt. Und wir werden noch ein bisschen Wasser trinken. Wir werden aber den Abend ausklingen lassen. Wir haben zwar gerade mal 7:30. Das ist wirklich nicht spät, aber wie gesagt, wir haben eine harte Woche hinter uns und ach, es wird jetzt sehr gemütlich werden. Hier ist es noch warm, also von daher kann man auch nichts zu sagen. Und man kann eh nicht sofort jetzt hier irgendwie schlafen gehen oder sowas, nee, weil das ist hier viel zu warm noch. Wobei also, hier es echt geht. Also wir Schatten, haben, wir sitzen, stehen ja im Schatten. Gerade, ja. Ich muss mal gucken, die Uhr macht mich wahnsinnig. 30 Grad, davon merkt man Gott sei Dank hier überhaupt nichts. Also das ist richtig gut. Ja, und für morgen wollen wir da oben irgendwo hin. Wir wollen uns mal, wie gesagt, die Burg da, diese Ruine anschauen. Dann nehmen wir euch natürlich mit, weil da gibt es auch Öffnungszeiten. Also scheinbar kann man sich da auch irgendwas angucken, aber das müssen wir uns morgen einfach mal angucken. Auch so Führungen und dann wollen wir mal gucken, weil wie gesagt, es soll ja das die deutsche Märchenstraße sein. Mal gucken, was das ist. Wie gesagt, wir sind zum ersten Mal hier. Ja, wir lassen uns mal überraschen und freuen uns auf jeden Fall auf diesen Trip und dann halt, was wir alles so erleben werden. Genau, und wie gesagt, morgen geht's weiter. Ihr müsst nicht lange warten, weil wie gesagt, das ist meistens so eine Sache und dann geht's weiter. Aber wir sagen für euch gute Nacht, bevor dann noch mehr Leute kommen und da essen gehen wollen und wir die nicht auf die Kamera haben wollen, sagen wir bis morgen. Bis morgen.
Was soll man sagen? Wenn man vergesslich ist, dann muss man erst noch mal los, würde ich sagen. Ja, erstmal sagen wir guten Morgen. Guten Morgen. Ja, wir haben heute Samstag, den 8. August, kurz nach 9. Wir sind schon seit 7 wach, wie sich Ja. das gehört. Und ich hoffe, euch haben die Szenen, die wir jetzt euch noch eben gerade eingeblendet hatten, so wo wir geschlafen haben, habt ihr ja wunderbare Szenen von der komischen Burg hier. Burg und vom Sonnenuntergang und so weiter. Das konnten wir gestern Abend noch filmen, also das war schon schön. Ja, wir haben gedacht, wir bewegen uns dann doch nochmal, bevor wir völlig vorher einpennen. Genau. Ja, ist hier auf jeden Fall ein schöner, ruhiger Platz gewesen. Wir fahren hier gleich auch wieder her. Das haben wir schon entschieden. Wir müssen jetzt bloß einkaufen fahren. Und jetzt kommt das, was du gesagt hattest. Ja, wir haben vergessen, unsere Sonnenmilch aufzufüllen. Da das doch relativ wichtig ist, sollten wir das doch tun, weil die Sonne prasselt natürlich ganz schön von oben. Empfiehlt es sich. Ja, auf jeden Fall. Wir kaufen also kurz ein und dann kommen wir wieder hierher. Spricht immer so, als wenn er nicht fertig ist. Bin noch gar nicht durch. Dann auf jeden Fall müssen wir was machen, sonst wir sind leidgeplagte Leute. Also wir haben schon öfter Sonnenbrand gehabt. Uiuiui, wollen wir nicht haben. Ja, dann haben wir nebenbei erfahren, das gleich am Anfang, dass in diesem Ort hier, wo wir gerade sind, Bernd aka Björn Höcke wohnt und ob uns das bewusst war. Klare Antwort: Nö. Überhaupt nicht, weil wir gucken nicht nach den Orten, wo irgendwelche Faschisten oder sonst welche Leute wohnen, sondern wir gucken uns das an, sagen, gefällt uns, fahren wir hin. Denn eins muss man sicher sein, egal in welchem Ort man ist, man wird immer irgendjemanden haben, dem wir politische Meinung nicht teilen werden. Und egal ob linksradikal, rechtsradikal, das ist, die hast du überall. Und da gucken wir nicht nach. Hier gibt es eine Genau. schöne Burg, die interessiert uns, die schauen wir uns an. Aber jetzt fahren wir erstmal zu einem wunderbaren Einkaufsladen und interessiert uns, wie der aussieht. Aber dann nehmen wir euch nicht mit. Wie man sieht, es ist ja schon ganz schön warm. Ich glaube, wir haben schon 28 Grad oder sowas. Ja, die Uhr sagt 26, aber es ist 27 habe ich, also ich habe noch okay. mehr. Genau, also auf jeden Fall die Sonne, die von da kommt, die prasselt hier ganz gut auf unsere Ja. Köpfe. Eingecremt haben wir uns. Wir mussten ja noch mal schnell was organisieren. Das haben wir natürlich. Wir haben auch gleich eingekauft. Ja, Und das. jetzt geht das mit den Dingern los. Schauen wir mal, wie das so ist, wa? Hier, so. Genau. In der Fremde. Haben wir so einiges vor, was wir uns anschauen wollen. Ihr kommt auf den Deckel von Stefan. Richtig, auf meinen Kopf, genau. Und dann gucken wir uns das Ganze mal zusammen an aus einer rollenden Perspektive, würde ich sagen, oder? Genau, Marcel? so sieht der Plan aus. Genau. Komme. Roller, würde ich sagen, hatten gut was zu tun. Haben es auch nicht ganz geschafft. Nee, es ging immer langsamer voran. Also gut, sie sind schon in die Gänge gekommen, aber es ging nur noch langsam. Also 20 km/h geht da natürlich definitiv nicht mehr. Ja, aber wir sind oben angekommen. Den letzten paar Meter mussten wir zu Fuß. Genau. Und Ich weiß immer noch nicht, wie die Burg Hans Aber es ist Haas. Hans Hase. Nee. Burg Hansstein. Hansstein, so rum war es, genau. Ja. Hansstein. Das ist eine Burgruine, irgendwie so, wenn ich es richtig gelesen habe. Die größte Mitteldeutschlands, ne? Ja, so oder mit einer der größten also Mitteldeutschlands. Ja, die werden wir jetzt mal hier uns besuchen, uns anschauen Richtig. und werden ein paar Aufnahmen machen Und die euch und zeigen, also. genau, die seht ihr jetzt und wenn wir fertig sind, dann sind wir sowas von fertig. Das glaube ich auch bei der Hitze hier. Goodie.
So, meine Lieben, wir sind ja jetzt hier im Verlies und ich würde sagen, im Kerker und da ist die Streckbank. Liebe Leute, die uns Dislikes geben, ohne zu schreiben, wieso, das hilft uns nichts. Wir werden es rauskriegen und wir werden euch hier auf diese Streckbank packen. Also, Dislikes bringen uns leider überhaupt nichts weiter. Schreibt hin, was euch nicht gefällt, das können wir akzeptieren, aber so ein bisschen komisch. Jetzt sind wir oben angekommen. Genau, Nordturm? Ich weiß gar nicht, Nordturm? Ist das der Nordturm? Kann sein. Also ich glaube, das ist nicht der höchste Turm, also nicht der Bergfried. Der ist, glaube ich, nebenan. Aber ja, auf jeden Fall auch sehr schön. Ja, wir hoffen, euch haben die Bilder gefallen. Wir werden jetzt weiter düsen. Genau. Wohin? Haben wir noch keinen Plan. Auf jeden Fall wahrscheinlich eher so Talebene, weil das wollen wir den Rollern hier nicht antun. Wir kennen andere Ironhawk-Besitzer, die quälen das Modell ganz schön doll. Und wir wollen ihn vielleicht mit im Urlaub nehmen, in unserem großen. Und wenn die dann kaputt sind, das wäre schlecht. Das wäre traurig, also, ja. Wollen wir die gar nicht so doll quälen. Wir suchen nur einen Spot und da seid ihr natürlich wieder mit dabei. Genau. So, bin ich noch dunkler? Nein. Ja, wir sind hier am Teufelsblick, glaube ich, heißt das, ne? Ne, Teufelskanzel. Teufelskanzel, genau. So, wir haben hier die schöne Aussicht genossen. Jetzt haben wir die nächsten da reingelassen. Genau. Oder draufgelassen, das ist hier über uns. Genau. Da ist sozusagen Stein und der, da von dort hast du einen schönen Blick aus. Und ja, den Blick, den können wir euch auf jeden Fall mal einblenden. Wir haben ein paar Szenen aufgenommen und genau. Könnt ihr euch das auch mal mit anschauen. Weil ihr seht, wir sind relativ dunkel, weil aber auch das Licht von da kommt. Und ja, wir müssen das nehmen, was wir haben. Richtig. Ja, meine Güte. Also der Ironhawk hat bei mir gerade schon den ersten Fehler gemacht. Ja, also, irgendwie Fehler 12 oder irgendwie sowas. Ja, Sensor 12, keine Ahnung, was das bedeutet. Das müssen wir auf jeden Fall mal checken. In Erfahrung bringen. Und prüfen, ob das normal kommt. Weil wir wollen mit den Dingern ja nach Österreich. Und wenn das nicht funktioniert, das wäre schlecht. Dafür sind sie auch zu teuer, um dass sie hier irgendwelche Spinnereien machen. Also da muss iHawkWind nachbessern. Ja, aber wir gucken mal. Genau, wir werden jetzt irgendwie weiterschauen. Wahrscheinlich geht es jetzt wirklich ins Werratal hin und suchen uns ein schönes Plätzchen. Wo wir dann von dort aus ein bisschen nochmal eine Runde starten können, würde ich sagen. So der Plan. Genau. Thank you.
Wir haben das Bundesland gewechselt, sind tatsächlich jetzt gerade in Hessen. Glaubt man gar nicht, ne? Eben gerade waren wir noch in Thüringen, jetzt sind wir in Hessen und jetzt kommt das Lustigste, ich sehe die Thüringer, weil es ist nur ein Fluss von uns entfernt. Ja, wir werden euch das mal zeigen. Auf der anderen Seite der Werra ist dann dementsprechend Thüringen. Genau, da ist das Eisfeld und da waren wir auch schon, weil wir sind ja jetzt hier in diesem im Teufelsblick, ne? Wenn man so will. Ah ne, Teufels. Ach, ich um meinen Namen. Ja, ich weiß es auch gerade nicht. Irgend so ein Teufelsgedöns. Ja. Wir haben es euch ja, gezeigt. Ja, der Teufelsblick, das war der Teufelsblick, wo wir waren. War das der Teufelsblick? Ja. Ich habe da keinen Plan mehr. Ja. Auf jeden Fall werden wir jetzt wieder auf die andere Seite fahren. Und werden immer mal so einen Weg fahren. Stefan meinte, den kann man wohl gut fahren. Ja, ich überlege auch, ob wir hier lang fahren. Hier ist ein bisschen mehr Schatten. Müssen wir mal gucken. Müssen wir uns jetzt gleich mal überlegen. Jedenfalls bleiben wir auch nochmal in Hessen. Genau. Auf jeden Fall geparkt haben wir im Osten. Und fahren tun wir am besten. Und wir nehmen euch mit. Wie man sehen kann, wir haben uns erstmal ein lauschiges Plätzchen gesucht. Mit Schatten. Im Schatten ist es doch, ich sag mal, weitaus kühler. Also die Sonne, die hat es meins echt gut. 33 Grad haben wir. Ja, so um den Dreh, genau.
Also und wir sind jetzt ja nur in der Sonne gefahren, also wir haben hier überhaupt keinen Schatten, kein nichts, also... Dann waren so ein paar Hitze, ja, wie soll ich sagen, Hitzestau so auf dem Wegen und so weiter. Der Asphalt, der heizt das ja natürlich auch nochmal alles auf, aber es lässt sich hier wunderbar fahren. Ja. Also das ist wirklich ganz top gemacht und ist auch wirklich sehr neu, würde ich sagen. Zumindest nicht sehr verschlissen, also kann man echt empfehlen mit dem Roller, mit dem Bike, mit dem, was weiß ich, also zu Fuß, das geht schon ganz gut. Zu Fuß ist es ordentlich Marsch, aber mit dem Fahrrad, also es ist eine schöne Tour, die man hier machen kann, auf jeden Fall. Ja. Also das Eisfelderland ist wirklich richtig schön, kannten wir ja nicht, wie gesagt, zum ersten Mal hier. Genau. Und es hat sich auf jeden Fall gelohnt, hierher zu kommen. Genau, wir haben uns jetzt hier so ein, ja, ich sag mal so eine Sturmhütte, ich will es mal so nennen, da ist eine Scheibe kaputt, nicht wundern, gesucht und da ist es, ja, ich sag mal, hier war eine Bank von hinten und da konnte man sich ganz gut hinsetzen. Und wenn wir jetzt uns noch mal einmal drehen, was sehen wir da? Da, wo die Bäume sind, das ist die Werra. Genau. Gesehen habt ihr gar nicht. Wahrscheinlich hat man nicht viel gesehen. Nee. Aber was ich hier sagen muss, hier stehen immer wieder solche Häuschen oder Pavillons oder Bänke, also immer wieder was zum Ausruhen. Also die tun was für uns alten Menschen. Ihre Touristen. Genau, also ja, stehen tun wir gerade auf den Linde-Werra-Platz. Da werden wir auf keinen Fall übernachten, weil wie gesagt, wir suchen uns nachher einen Platz, weil wir müssen uns nachher, also wir müssen nachher duschen, das geht gar nicht. Ja, also es muss da irgendwo mal ein Platz sein, wo vor allen Dingen auch Schatten ist und wo es mal ein bisschen ruhiger ist. Also das gibt es hier auch einige Plätze, also es gibt hier doch schon ein paar, die auch diese, ja, diese Tanne bei Park for Night ist oder anzeigen. Ja. Ja, wir werden jetzt hier noch uns ein bisschen ausruhen und dann werden wir entweder noch ein bisschen weiter den Weg runterfahren oder wir fahren zurück, das wissen wir noch nicht. Und ja, dann würde ich sagen, werden wir uns erst, also im nächsten, in der nächsten Überblende würde ich behaupten, sind wir frisch geduscht. Das könnte sein. Hoffe ich. Wir sind zurückgekehrt nach Bornhagen, ich glaube heißt das hier. Und falls ihr euch wundert, was hier so Krach macht, ja, da wird Essen gemacht. Wir haben entschieden, nicht mehr zu grillen, weil es ist, glaube ich, schon, wie spät ist das jetzt gerade? Es ist 7:45. 7:45, da haben wir keinen Bock mehr. Ja, etwas ganz Neues bei uns hier, das sogenannte Vanlet. Wir werden euch den Link mal in die Beschreibung packen. Mega cool, würde ich sagen. Ja, also ich habe es jetzt hier rangepackt. Normalerweise könnte man auch an der Tür machen, aber... magnetisch, ne? Genau, magnetisch. Aber wie gesagt, die Infos bekommt ihr alle, wenn ihr auf die Seite geht. Vielleicht habt ihr auch Travel Camp in Living schon mal gesehen. Da gibt es so einen Timo, denn der hat das gemacht. Und ja, ich glaube, keine 20 Euro, glaube ich. 25 Euro. Ja, so in dem Dreh, glaube ich. So in dem Dreh, auf jeden Fall ist sein Preis auf jeden Fall wert. Und wir machen es ganz wie Kai. Wir lassen die Schutzfolie noch drauf. Erst wenn wir unseren neuen Van haben, dann kommt es wahrscheinlich ab vorher nicht. Wie machen wir das? Ja, wie gesagt, es gibt Steak. Ich bin geblendet. Hui. Die Sonne ist hier, die kommt ja nochmal von da. Bisschen haben wir noch. Ja. Und Schattenparkplatz von gestern, den haben wir leider heute nicht mehr gekriegt, aber. Ja. Alles voll. Ist nicht schlimm. Ja, wir essen jetzt was und dann melden wir uns nach dem Essen. Also das wollen wir euch nicht zeigen. Wie ihr seht, die Sonne ist untergegangen. Endlich wird es kühler. Wir hatten, glaube ich, Spitzenwert auch um die 37 Grad. 36 Grad und es wird noch heißer. Mach den Beat nie wieder leiser. Oi, oi, oi. Warm, warm, warm. Und ja, was soll man sagen? Morgen soll es 38 Grad werden. Und da haben wir entschieden, wir werden frühstücken morgen früh. Werden einen Trip über den Harz machen, vielleicht. Uns noch ein Eis holen und dann nach Hause. Das heißt, das kennt ihr alle schon, weil das ist in Klosterzellerfeld. Wie gesagt, Harz habt ihr auch schon alles gesehen. Das war neu. Wir hatten mal eine Tour wieder mit unseren E-Scootern.
Die Fehlermeldung ist nicht nochmal gekommen, aber wir werden das weiter natürlich beobachten, weil das wäre schon wichtig, dass wir wissen, was es ist, weil wir wollen ja die, wie gesagt, mitnehmen nach der Schweiz. Dementsprechend ist das Video heute schon zu Ende. Wie gesagt, denke mal, ging auch wieder lange, haben wir ein paar schöne Drohnenaufnahmen, haben das eine oder andere gezeigt. Wir würden euch auf jeden Fall empfehlen, kommt mal gerne nach Bornshagen. Ich hoffe, ihr sagt diesen Ort hier richtig. Ich gucke sicherheitshalber nochmal nach. Bornhagen. So rum heißt das. Mein Gott. Die werden wieder sagen, der hat wieder keine Ahnung, aber labert die ganze Zeit dummen Stuss. Also Bornhagen, es lohnt sich hier auch, wie gesagt, wenn hier jemand wohnt, der für uns völlig am Poppes vorbeigeht, ob der hier wohnt oder peng. Wie gesagt, hier gibt es eine gute Gastronomie, die ist gleich da vorne. Soll ein schönes Wurstmuseum gehen, wie gesagt, die Burg. Die Burg Hanstein, wie gesagt, gibt es hier. Es gibt noch zweitere. Es gibt den Teufels irgendetwas. Teufelskranz, Teufels. Teufelskanzlei. So hieß es. Ja, und ja, wie gesagt, es lohnt sich auf jeden Fall hier mal herzukommen. Kommt mal schön ins Eisfelder Land, hier in Eisfeld, in den Landkreis. Kommt nach Thüringen. Wir werden definitiv wiederkommen. Ja, und das soll es gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne einen Daumen hoch. Liken, teilen, abonnieren. Instagram, Facebook, alles, was wir so haben. Und ja, jetzt sagen wir Tschüss. Und das macht der Stefan dann auch noch. Tschüss.